das, was Sie hier leisten, stellvertretend für unsere Gesellschaft. Aber eigentlich ist es natürlich absurd, dass es überhaupt so weit kommt, dass Kinder darauf angewiesen sind. Das hat viel mit uns als Gesellschaft zu tun, dass wir uns zu wenig um das Thema kümmern. Kinder mit Adipositas sind unsere Kinder. Kinder mit Übergewicht sind unsere Kinder. Kinder mit Diabetes 2 sind unsere Kinder. Wir haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sie genauso ernst zu nehmen wie alle anderen Kinder und um sie zu kümmern. Man kann Adipositas im Prinzip ab der Geburt bekommen. Typische Risiko-Altersgruppen ist Vorschule oder Beginn der Grundschule und dann gibt es nochmal einen Häufigkeitsgipfel rund um die Pubertät. Klassisch Anfang Grundschule und um die Pubertät, das sind die häufigsten Gruppen. Und da ist wieder der Link zur Werbung. Das sind natürlich auch Gruppen, die sehr, sehr intensiv auch in der Werbung hier adressiert werden. Viele Kinder sind überfordert damit, weil sie Formate, die Fernsehformate sind, Werbeformate sind, als Kleinkinder gar nicht unterscheiden können. Und Werbung, die suggeriert, dass Produkte mit zu viel Salz, Fett, Zucker gut sind, gesund sind, da braucht es dringend eine Regulierung. Dafür setze ich mich ein und meine Einladung gilt auch an diejenigen, die das kritisch sehen, machen Sie mit. Es geht um unsere Kinder. Verweigern Sie sich dem bitte nicht.